So. Attacke auf die City. Es geht los, Leute. sagte er und wusste nicht, wo der Rest ist. Wo seid ihr denn? Mir nach, ich folge euch. Genau, tragt mich zum Auto, ich fahre euch nach Hause. Also ich sehe da vorne einen grünen Pfeil. Wer von euch das ist, ich habe keine Ahnung. Okay, ich sehe auch einen grünen Pfeil und hoffe mal, dass du derjenige bist, der den anderen grünen Pfeil sieht. Dann machen wir das hintereinander weg. Also ja. Zur Erklärung, ich bin bei dieser Tankstelle. Da stehe ich rum. Nein, dann habe ich Ismo auf dem Schirm hier gerade. Ja, der steht dann zwischen uns. Ach, die Armbrust. Wo hast du die denn her? Die hat er doch gefunden. Ja. Na toll. Stand am Waldrand, ganz allein und verlassen. Okay. Voll toll. Hier ist überall nur 380er Munition. Langweilig, wo bleibt ihr? Wo bist du denn? Ja, bei der Tankstelle. Wir sind schon weiter. Nein? Nee. Ihr müsst ja bei mir vorbei, oder nicht? Welche Tankstelle meinst du denn? Ja, da wo das Auto steht, wo wir vorhin Scrap Metal rausgeholt haben. Die Stadt heißt. Stadt heißt allen Ernstes Cranberry. Okay. Und wir sind im Opfer Wilderness Camp. Opfer. Opfer. Und da unten ist der Pisspot Creek. Was? Der Pisspot Creek? Ja. Der Fug? Ich hab die Namen nicht gemacht, ich lese nur die Karte vor. Okay. Ich muss also einfach nochmal. Ich bin bei dem einen kleinen Hügelchen, wo wir uns letzt einmal ausgelockt haben. Drop. Wo uns dieser eine Zombie mal verfolgt hat. Ihr wisst. Vielleicht unter Umständen. Ja. Ich warte bei euch auf die Tanke. Ich warte bei der Tanke auf euch. Läuft. Okay, Entschuldigung. Bräuchte mal ein Weapon Repair Kit. Mein Bogen macht's, glaube ich, nicht mehr lange. Und meine Axt auch nicht. Crossbow aber auch nicht. Mein Bogen ist fast kaputt. Diese Faste kaputt. Ja, ich versuche euch mal einfach hinterher zu rennen. Ich habe noch schnell einen anderen Bogen genommen. Ich höre jemanden schießen. Es ist der Ismo. Ja. Wer sonst? Wo ist denn jetzt das Ela? Hinten an der Tanke, immer noch bei der alten Stadt. Oh, Zombie von hinten. Okay. Oh. Ich packe heroisch meinen Bogen aus. Oder auch nicht. Warum hält der denn den Bogen jetzt hoch und den anderen Moment, quer? Moment, ich muss zu euch. Ja, Ela, du bist immer noch hinter uns. Ist ja gut, ich war halt der Meinung, dass ich in Richtung Stadt gelaufen war. Also wieder weiter auf. Zu dem großen Strommast auf dem Hügel. Ich erinnere gern nochmal daran, ich habe einen Orientierungssinn wie ein Weißbrot. Und die können sich super orientieren. Ja. Ich brauche dringend ein Reparaturkit. Auch. Zwei. So, ich laufe jetzt wieder in Richtung unserer Hütte. Nein. Da ist ein Zombie. Warum wieder Richtung unserer Hütte? Wo seid ihr denn? Wir sind unterhalb des großen Strommastes auf dem Hügel. Du erinnerst dich an ihn? Du musst zur Stadt laufen, nicht von der Stadt weg. Ja, ich denke, das tue ich gerade. Das ist doch am Ufer. Aber wenn du zu unseren Hütten zurückrennst, was du gerade eben gesagt hast, dann ist das in die andere Richtung. Ela, erinnerst du dich an diesen großen Strommast oben auf dem Hügel? Ich erinnere mich, ja, natürlich erinnere ich mich. Kannst du ihn sehen? Nein. Wo bist du dann um alles in der Welt? Auf dem Weg, hoffe ich mal. Habt Geduld, ich sehe da aber leider gerade einen Wolf langstiefeln. Gucken, ob der mich auch hier langstiefeln sieht. Weil ich gar keine Lust, mich jetzt mit dem zu prügeln. Ich glaube, lange macht es mein Crossbow nicht mehr mit, wenn hier immer mehr Zombies. Ja, ich bin noch in der richtigen Richtung. Das ich ist sehe es doch ja. Die Stromleitung. Das ist ja dann der Grund, sich einen Branch zu nehmen. Und damit alle zu verhauen mit dem Stock.
Nimm das. Genau. Ich spuck dir ins Gesicht und blende dich. Genau. Bist du schlau? Habt ihr das Haus hier vorne nochmal gecheckt? Wir wollten doch die Stadt plündern. Ja, natürlich, aber an dem kommen wir doch vorbei. Wir kommen auch dran vorbei, wenn wir zurücklaufen. Ich höre einen Zombie. Ela. Ja, ich bin doch schon da. Ich bin doch schon hier. Guck doch. Hallo. Gut, ich mach den Zombie weg. Jetzt bin ich dran. Na dann los. Daneben. Ha. Ich komm hier nicht hoch. Hier waren auch ein paar Zombies, ja? Gar nicht. Ein Wolf. Wocke, Wocke, wo bist du? Ich komme zu euch, bringe einen Wolf mit. Kannst ihn auch ruhig da lassen, so ist das nicht. Ja, soll ich mal? Ja, ja. Soll ich, ja... Weg da! Weg! Ein gezielter Kuss in den Schopf. Schuss in den Kopf. So. Können wir? Ja, wir können. Ich bitte darum. Weiter geht's bei Hit mach mit. Hier ist noch ein Wolf, hier ist noch ein Wolf, hier ist noch ein Wolf, hier ist noch ein Wolf. Mach ihn kaputt. Er macht mich kaputt. Schieß doch. Okay. Nein, ja, jeder. So. Vorne ist noch ein Wolf. Oder? Ne, das ist ein Blatt. Okay. So. Habt ihr alle Gesundheit voll? Nein. Ja. Dann Beeren sammeln, essen, Gesundheit voll machen. Denn wenn wir jetzt gleich rennen, verliert man natürlich schneller Gesundheit, als wenn man nur geht. Tatsächlich? Ja. Wir verlieren Gesundheit? Oh mein Gott. Nein, hier, Ach, Ausdauer. Hunger und Durst und so. Ah. Ja gut. Ich habe ja noch genug Steak. Wie wollen wir es angehen? Wollen wir direkt durchlaufen bis zu einer Polizeistation quasi oder uns durchprügeln? Ich glaube, durchprügeln ist totaler Mumpitz, weil wir da wirklich nur Material lassen. Ich würde sagen, wir lassen es auf uns zukommen und gucken mal. Ah, es ist doch schon wieder ziemlich gut bevölkert hier, ja? Ich würde gerne losrennen bis irgendwo hin, looten und wieder weg. Ja, dann? Dann lasst aber mal zu einem größeren Gebäude laufen, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, dann? Hat irgendeiner Überblick? War hier schon mal jemand? Ja, ready, set, go. Ich war da auch schon fetz. Mal drin. Let's fetz, sagte der Frosch und sprang in den Ventilator. Genau. Ja. Ich komme. Na toll, jetzt renne ich durch den Pulk, der euch hinterher rennt. Haha. Das Schlimme ist, die rennen auch teilweise. Das ist ja krank. Alter. Boah, ist das schäbig. Ih, geh weg. Lass mich in Ruhe. Nein. Meinst du, sie nehmen dann dich, wenn sie uns nicht kriegen? Ja, natürlich. Oh, Tatsache. So, ich bring mal was mit, ja? Gar nichts mehr. Alles geht auf Wocke los. Das Gute ist, wir machen einfach hier. Links ist Polizei, ne? So ein Einkaufsladen wäre cool. Ja, Polizei ist aber auch gut. Ja, ist hier ist ein gut? Einkaufsladen, direkt ja. Vor der Polizei. Dann nehmen wir den Einkaufsladen. Ich gehe zur Polizeistation. Wir haben jetzt wahrscheinlich 3 Minuten Zeit und dann sind die Zombies alle da. Dachte, ich kann da rüberspringen, aber ich kann da nicht rüberspringen. Aua. Ja, echt nicht drauf? So ein Witz. Spring da rauf, Mädel, jetzt. Wo seid ihr? Ja, ich wollte eigentlich über die Mauer zu dir klettern. Ich bin jetzt in den Supermarkt rein. Seid ihr da durchgerannt? Nein. Zur Polizeistation. Wo, wir kommen da raus. Wo ist... Wo? Hier ist ihr seid dahinter, da auch reingerannt. Ich bin euch hinterher. Wo ist eine Polizeistation? Direkt das Gebäude dahinter. Hinter der Mauer. Wie seid ihr durch die Mauer gekommen? Einfach außenrum. Umlaufen. Okay. Das wäre zu einfach. Da. Da. Ach, komm. Police, bla. Und schön immer die Türen zumachen, ne? Ja. Huhu. Hier hoch. Okay. Oh, jetzt bin ich zu weit oben.
Ich höre hier gruselige Geräusche, das gefällt mir nicht. Zucker. Müssen wir jetzt echt jeden Schreibtisch durchwühlen? Du musst den nicht durchwühlen. Ich habe auch herausgefunden, dass wenn du nah rangehst und Tab drückst, zeigt er dir in Grau quasi an, was in dem Schreibtisch drin ist. Okay. Dann musst du halt nicht immer die viele Sekunden sind das, vier abwarten. Es hört sich an, als hätte Ela was gefunden. Ich habe einen 1000-Platz-Rucksack gefunden. Nee, einen 500-Platz-Rucksack gefunden, wenn einer von euch möchte. Ja, ist besser als das 300-Dings-Dings. Fifi. Ja! Was, ich habe einen Unus Momentus, Monchachus. Ich habe einen 2000-Platz-Rucksack gefunden. Nee. Ja! Nee. Du Sau! Ja! Geilo! Verdammt! Hier, Bocke, hier vorne, in einem von den vorderen. Ha. Ein 2000-Platz-Rucksack? Ja. Du. Grrr. Cheater. Echt mal. Ja, an die Wand. Komm, lass den kicken. Cheater und Lootlacker. Immer das Gleiche hier mit, also, dem. Also, so richtig klappt das nicht mit dem Tab-Drücken, wenn hier vorne irgendwo einer drin ist? Ja, dachte ich mir auch vorhin, aber beim letzten Mal hat es funktioniert. Ich nee, weiß das nicht, klappt mal gar nicht. Denn wenn ich die jetzt einzeln aufmache, die Locker, dann ist da überall was drin. Nice, das habe ich ja auch schon jetzt herausgefunden. Problem ist, beim letzten Mal hat es funktioniert tatsächlich. Ich dachte, dass das dann immer so ist. Hätte ja auch sein können, dass es ein Bug ist oder so. Denn dann nehme ich jetzt den, ja. Oh ja, Immunity Booster nehme ich, glaube ich, mal. Mach das. Wenn wir hier schon zwischen den Zombies rumlaufen, schadet das bestimmt nicht. Wocke, du musst nicht alles aus deinem Rucksack rausschmeißen, du kannst auch einfach den Rucksack tauschen. Echt, geht das? Ja, dann ist alles inklusive Stuff im Rucksack drin getauscht. Cool. Ja. Weil ich habe nämlich jetzt auch einen 2000er Rucksack. Ah! Echt? Ja. Was hast du den denn her? Der war hier in dem Spind drin. Okay. War das dieser 10 Military? Ja. Ja. Ach so. Da habe ich mich verguckt. Ach, die 800, das sind die Taschenplätze, die er einnimmt. Das ist nicht die Kapazität, die er hat. Nein, 500. Oder 500, ich ja gesehen. Genau. Na gut, dann habe ich es halt versaut. Bitteschön. Ja, dankeschön. Für dich. Wenn ich nochmal einen finde, also wenn du Zwirn hast, mache ich dir schon mal einen 1200er. Nein, ich habe keinen Zwirn. Hm. Verflixt und zugenäht. Bitte. Wortwitz. Ja, das war jetzt ein Flachwitz mit Anspruch. Also gegenüber kommen schon die ersten zwei Zombies. Zwei gehen ja noch. Kommen die hier rein? Ja, die Türen sind nicht, wenn zu. Die Tür zu ist. Wo seid ihr denn jetzt? Das ist ja Panzerglas. Kriegt man nicht durch. Ich bin beim Haupteingang, genauso wie Ela. Okay, dann ich bin hier oben noch in den Toiletten. Mal hier, Verhörsaal. Verhörsaal, genau. Verhörzimmer. Tactical Flashlight. Nutzt sich die Taschenlampe eigentlich auch ab? Nicht, ne? Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall. Oh. Nein, das war ich. Alles gut. Okay. Ich dachte schon, die Zombies schmeißen mit irgendwas. Ja, hier kommen ein paar. Ein paar mehr vielleicht auch so. Ja. Oh. Ja, ist die Frage raus, rein, drin bleiben? Raus und nächstes Haus. Okay, ja. Moment, ich komme runter. Ich würde sagen, das Haus direkt gegenüber, das ist auch so schön groß. Wo seid ich? Sehe euch nicht. Kommst einfach wieder runter. Da. Also einfach nur aufmachen und geradeaus durchlaufen. Ich folge dir einfach. Lauf, Forest. Das Schlimme ist, dadurch, dass sich das anhört, als würden die sprinten, habe ich immer das Gefühl, die stehen direkt hinter mir und ich traue mich nicht, mich zu drehen. Mach die Tür hinter dir zu, gleich, Wocke. Mach schon. Ah. Aber du musst lass mich rein. Hier ist einer drin! Hier ist einer drin! Der schießt ihn um! Tötet es! Warte mal, was nehme ich? Nee, ich habe nur eine Kugel, das lohnt nicht. Ach, okay, jetzt ist er schon hinüber, auch gut. Deswegen, sobald wir auch im Gebäude drin sind, müssen wir sofort alle Türen abchecken, die nach draußen führen könnten, um ob die zu sind. Da latscht er da einfach plötzlich zwischen den Schreibtischen durch. Oh. Why not? Frech. Oh, ich habe hier ganz viel zu essen. Alter, wie krass das aussieht. Wie viele hier unterwegs sind. Das sind richtige Horden. Ja. Hier ist wenigstens mal wirklich Apokalypse.
Das ist mal, da kann Daisy aber nicht mit anstinken. Nein, kann es wirklich nicht. Muss man ja mal so ganz klar so sagen. Da sind die Zombies nur nerviger, weil sie Also ich meine, ich habe Daisy zwar selber noch nie gespielt, aber ich sehe, habe ja diverse Let's Plays gesehen, aber die Zombie-Dichte, die bei Daisy ist, die ist ja ein Witz. Boah. Liegt aber auch, glaube ich, daran, dass man wirklich mittlerweile gesagt hat, Daisy hat definitiv mehr den PvP-Charakter übernommen. Dass man sagt, es ist mehr 3D-Shooter eigentlich. Was denn, was denn? Ich mache die Tür auf, steht da einer vor der Tür. Natürlich. Ja, natürlich, das kennen wir doch schon. Wo soll er denn sonst stehen? Er wartet auf uns. Dass Daisy mittlerweile wirklich mehr den 3D-Shooter-Faktor übernommen hat als den Survival. Hier ist ein Kompass. Hier sind mehrere Brechstangen. Wolltet ihr welche haben? Nee. Ich habe ein Radio gefunden. Cool. War das jetzt mit Brechstangen? Ja, nein? Ich brauche keine. Ich nehme dir den Kompass mit, Ismo, ne? Ja, das wäre nett, danke. Multivitamin. Kompass. Ja, nimm mit. Nutzt er sich eigentlich auch ab? Ich glaube nicht. Egal, der nimmt ja eh nur einen Platz weg. Ja, den können wir dann mit in unsere dicke Box schmeißen. Jo. Ersatzkompass. Ich höre ein dickes, schurrendes Geräusch. Ja, das ist von draußen. Ich muss mal aus dem Fenster gucken, die scharen sich hier ums Haus. Nein, ich will nicht aus dem Fenster gucken, krieg ich einen. Das ist aber lustig. Nein, dann krieg ich einen. Ach ja, hier, das ist doch nochmal ein schönes Foto wert. Nochmal, klick. Wunderschönes Foto, Auslösegeräusch immer. Oh, one. Ihr seid oben, ne? Ja. Ja. Habt ihr schon alles abgegrast hier? Ja. Ach, hier warst du schon drin, ja? Okay. Ich würde aber auch euch nicht empfehlen, aufs Dach zu gehen, da ist auch so. Was ist da? Einer? Ich weiß nicht, ja. Oh! Tür zu, Tür zu! Nein, Tür zu, Tür zu! Nach oben gegangen? Ich dachte, da wäre nur einer. Ich hab's beim letzten. Aber da ist Familienfest. Ich hab nur einen gesehen, ne? Oktoberfest auf dem Dach. Ja, so ungefähr. Oh. Familie ja, Zombie feiert Oktoberfest. Ich würde ja gerne das Auto looten, um vielleicht ein Repair-Kit zu finden, aber nein, es müssen hier so viele Zombies da sein. Wo seid ihr denn oben? Ich stehe vor der Eingangstür unten. Wir sind wieder unten. Arg. Das ist lustig anzusehen. Der eine patrouilliert hier direkt vor der Treppe. Oh. Ich glaube, den müssten wir dann wegschießen. Ach, kann man aus dem Fenster klettern? Nicht glaube ich ja, nicht. Doch. Warst du das, Ismo? Ja. Okay. Aus dem Fenster klettern kannst du nur dann, wenn da quasi eine Bank davor steht, du dich hinhockst auf die Bank und dann da rauskriechst. Okay. Okay, geh mal zur Seite. Ich würde sagen, den da vor der Treppe schießt. Was habt ihr jetzt vor hier? Wieder rauslaufen, würde ich sagen, und dann, wohin Moment, dann? Bevor ihr lauft, wartet A auf mich und B sagt mir erst wohin, genau. Ja, wo wollt ihr denn hin? Ich wollte eigentlich ins Haus nebenan, das war auch schön groß. Links oder rechts nebenan? Links. Das Ding ist nur, durch die Patrouille, da kommen wir nicht durch. Mittlerweile sind es ein paar mehr hier vor der Tür. Dann lass uns mal nach hinten gehen, weil die sind ja langsam. Dann lass uns mal hinten gehen und da irgendwie was auf- oder kaputt machen. Die anlocken. Genau. Noch ein Kompass. Da knien welche auf der Straße rum und... Die fressen irgendwas. Ja, wie schäbig. Das sind Spieler? Warte mal, habe ich nicht hier so ein Fernglas? Dann können wir das mal groß zeigen. Ich habe ein Fernglas, warte mal. Wo seid ihr? Sechs. Achso, ich kann ja durch das Gewehr gucken, warte mal. Die fressen da einen... die haben Wolf. Einen Artgenossen gefressen. Nee, das war ein Wolf. Nein, das ist ein Wolf. Wolf, alles gut. So. Oh. Ist aber trotzdem eklig, muss ich sagen. Jetzt kommen sie alle nach hinten. Können wir hier raushüpfen? Ja. Es muss raus. Scheiße! Nee, Bocke ist draußen. Ja, es geht, oder? Fuck. Ich bin jetzt. Ja, geh ins Haus nebenan. Nee, da kommen wir her. Bocke, der war gut. Wow. Oh Gott, geht weg. Also, ich geh zu Eat Fresh Goods und mach die Tür hinter mir zu. Oh. Oh.
Ich bin bei Eat Fresh Goods. Bist du gerade an meiner Tür vorbeigelaufen hier? Weiß ich nicht. Ich bin bei Eat Fresh Goods und die Tür hinter mir ist zu. Okay, ich hab also jetzt Gizmo gesehen. Was? Das war echt knapp. Was? Ich hab dem Zombie die Tür ins Gesicht geschlagen. Ja, aber wirklich, das war echt mal direkt vor der Nase zugehauen. Hauptsache, ihr freut euch noch. Oh, es war knapp, ey. Ich kann die Flasche nicht aufheben. Waren wir jetzt hier gerade schon in dem Haus, wo ich jetzt rumdümpel? Oh! Hallo, Ela. Ich hab eine Waffe. Hauptsache, einer freut sich hier. Ah, ich kann nicht mehr, ey. Was braucht diese Waffe? Diese Waffe braucht 45er Munition. Habe ich 45er Munition? Ja, 6 Schuss. Schön. Was haben wir hier noch alles? Also ich habe schon mal eine Handfeuerwaffe, eine Pistole. Ich nicht. Aber ich habe eine große Feuerwaffe. Das hier noch? Und hier sind 2 Äxte. Ich habe eine auch cool. Eine Axt. Ich nehme die mit. Sind schon ein paar mehr Zombies, so. Ja. Gibt es hier einen Hinterausgang? Ja, gibt es. Ja, gibt es. Ja. Wo ist denn unser Wocke? Ich bin in einem anderen Haus als ihr. Oh mein Gott, 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 wie viele sind denn das? Das wären, glaube ich, auch immer mehr. Ich laufe gerade wieder Richtung Police Station. Ja, lass uns mal einen markanten Punkt ausmachen, wo wir uns gleich treffen. Irgendwie die Kirche oder sowas. Ich wollte gerade sagen, ich renne gerade auf die Kirche zu. Ja. Das Problem daran ist, wenn ich da jetzt reinrenne und die Tür zumache. Hat die Kirche eine Tür? Ja, die hat eine Tür. Okay. Dann patrouillieren die alle davor und wir kommen nicht mehr rein, ne? Das ist der Punkt. Und ich komme wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Dann lass uns erstmal in den Häusern verharren. Ich bin jetzt schon in der Kirche. Okay. Taktisch unklug. Aber ach, okay. Mal gucken. Ich bin da ganz zuversichtlich. Wir wollen ja jetzt hier aufs Ganze gehen, ne? Ich bin bestimmt eine heilige Granate, die werfe ich dann einfach raus. Das wäre jetzt das Worms Survival, wenn es eine Holy Granate gäbe. Wer hat es nicht gespielt? Endlose Sessions mit Seilen durch die Gegend hangeln. Es war großartig. Es ist Worms for Life, auf jeden Fall. So. Diese tapsenden Schrittball. Das finde ich total beängstigend. Ach, guck mal, eine kleine Axt wieder. Dann nehme ich die doch mal mit. Die ist toll. Die ist auch nicht besser in Schuss als meine, wa? Nee. Und eine 44er Magnum habe ich gefunden. Du, Ela? Ja, bitte? Ich habe ein Backpack gefunden für dich. Bitte? Ich weiß es nicht, es steht nicht drauf. Mein Backpack habe ich ja mit 1000 Platz. Ich glaube, der wird auch nur 1000. So, jetzt bin ich hier oben durch, habe wie gesagt eine Pistole gefunden. Mit 6 Schuss drin. Jetzt scanne ich hier nochmal. Hab ja, auch noch eine zweite Axt im Gepäck. Zucker. Ich mache jetzt hier keinen Stundenmarathon. Ich mache jetzt einfach mal hier Zufallslooten. Kaffee. Guck mal, hier ist noch ein Fenster. Vielleicht komme ich ja auch hier raus. Oh. Ich mach einmal alle Türen auf. Nein, hier komme ich nicht raus. Verdammt. Ich glaube, durch Metall zwinge ich mich nicht. Was ist hier? Was zu essen? Was denn hier draußen aus? Ich höre sie doch. Wo seid ihr denn? Essen. Ich bin auf einer anderen Station auf dem Dach oben drauf. Ich bin immer noch in diesem... Ich sehe sie doch da draußen vor der Tür hin und her stiefeln. Bürogebäude. Problem ist, ich bin müde geworden. Das ist ja nicht schlimm, bau dir ein Bett. Ich bin very tired sogar. Das ist noch schlechter, weil dann verlierst du peu à peu Stamina. Dann baut euch doch einfach ein Bett. Ja. Oder habt ihr nichts dabei? Ich habe Sleeping Mat. Genau, Sleeping Mat. Eine Plane. Scrap of Cloth. Ich habe keine Taub dabei. Scheiße. Ich habe eine. Toll. Ich habe sogar 3. Ela, super. Du bist in der Kirche, nicht wahr? Ich bin in der Kirche. Ich mach jetzt die Tür auf und renn raus. Wohin? Das sage ich euch dann. Okay. Hier ist ein Spalt in der Mauer. Die Tür ist nicht ganz sauber mit der Mauer hier grafisch verklebt.
Kann man die Zombies durchsehen. Wo seid ihr jetzt? Polizeistation. Ja, ja. Und Wocke? Ich bin immer noch in dem Bürogebäude daneben. Und suche gerade himmelsrichtungstechnisch. Ich gucke gerade überall aus dem Fenster, wo die Kirche ist. Da, ich habe Best Fresh Goods. Die kann ich sehen. Und da vor der Tür stehen so 15 Zombies rum. Ja. Irgendwo hat es jetzt geklirrt. Hat gerade einer von euch... Oh mein Gott! Hat einer von euch ein Fenster zerhauen? Oh mein Gott! Nein, aber ich habe die Tür aufgemacht und will vor den Zombies gerade fliehen. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Doch, es wird funktionieren. Aua, aua, aua. Fuck, ich blute, ich blute, ich blute. Oh, sind das viele. Alter, wie komme ich hier raus? Scheiße. Wie soll ich mich jetzt verbinden mit denen im Nacken? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Joggen teilweise leider. Ich muss jetzt erstmal weglaufen, meine Lieben. Ich weiß noch nicht wohin. Oh Gott. Ich bin jetzt rausgelaufen, irgendwo. Die laufen mir nach. Ich sehe einen von euch. Da ist schon was kaputt. Bleib mal stehen, grüner Pfeil. Ich bin's. Ich renne hier doof rum. Danes. Und gehe hier in ein Modegeschäft rein, in der Hoffnung, dass hier irgendwas wie eine Tarp ist. Hast du oh gesehen, Mann, wo ich reingegangen joggen, bin? Sie laufen. Was soll ich denn bloß tun? Hast du gesehen, wo ich reingegangen bin? Nein. Aber hier. Rechts. Tür auf. Hier, rein. Mach sie zu. Sie ist zu. Puh, danke, ich muss mich nämlich dringend verbinden. Ah, ich hab 86% Gesundheit noch, das ist ja... Hast du die Tarp für mich? Ja, ich schmeiß sie dir hin, warte, hier. Da. Wo seid ihr? Hat noch nicht geklappt. Hier. Wo seid ihr? In einem Modegeschäft. Dankeschön. Da stehen so Mannequins im Fenster. Warte, sag ich dir sofort, ich mach mir eben hier ein Sleeping Bag. Mach mal. Leg dich direkt vors Fenster, damit die sehen, was sie nicht haben können. Also ich bin jetzt auch in dem Modegeschäft, nicht erschrecken, falls wir uns dann irgendwie aus irgendeinem Zufall finden. Nee, das ist so klein, da würden wir uns sofort sehen. Ja. Glaube ich aber auch. So, hier aber Zombies keuchen. Das ist Sleeping Dings. Jetzt habe ich es gecraftet. Ich glaube, das ist ein Hinterausgang hier. Oder Hintereingang, wie man es nimmt. Jetzt habe ich es gecraftet und es ist weg. Irgendwo in deinem Inventar wahrscheinlich. Branch. Sleeping Mat, da. Place. Hier. Oh mein Gott. Ich glaube, ich gebe mir mal Ich habe nur noch 8% Stamina. Oh, das ist wenig. Ja, ich habe doch gesagt, ihr verliert peu à peu dann Stamina. 5. Ja, ja. 4. 3. Dann kannst du auch nicht mehr sprinten, dann kannst du nur noch... 2. Aber er stirbt dann nicht, oder? 1. Jetzt esse ich mal direkt was. Well rested. Und jetzt kriege ich auch wieder Stamina. Alles klar, bin wieder bei 100%. Alles top. Alles gut. Tippitoppi. Das war mal in letzter Sekunde, würde ich sagen. Ja, aber beidseitig. In allerletzter Sekunde. Ich am Wegrennen. So. Und jetzt habe ich auch... Oh, hier auch ist eine Schusswaffe. Ja, genau. Die liegt da rum. Frage, was die für Munition braucht. 45er. Habe ich nicht. Ist das eine M1911A1? Ja. Ja, die braucht 45er. Oh. Ich habe dafür 6 Schuss. Ja, dann nimm sie dir doch mit. Ja, ich habe ja schon eine. Kommen wir hier irgendwo anders raus? Außer vorne? Hat das Ding einen Hintereingang? Ich glaube ja, aber ich glaube auch, dass ich da schon einen Zombie habe. Hast du alle Schränke gekämmt hier? Ja, habe ich. Oh ne, den hier nicht. Eine rote Kappe. Bist du rausgegangen? Nee. Nein. Weil ich glaub, hier rausgehen? Hier 3, 2, 1 und einfach geradeaus rennen. Ah! Lauf! Ah! Nein, da gehen wir nicht raus. Nein, da gehen wir nicht raus. Wir gehen andere Richtung raus. Da kommen sie zwar auch, aber laufen. Schnell, lauf. Oh mein Gott. rechts rum. Okay. Danke. Ja. Ismo, wo bist du? Kirche. Sehen wir von der Tanke aus die... Ach, da kommen wir ja her, von der Tanke, oder?
Scheiße, ich wollte Scrap Metal mitnehmen und Metal Sheets, aber ich habe keinen Platz. Scheiße, die Tanke hat keine Tür. Geh wieder rechts, geh wieder rechts, geh wieder rechts. Hier. Wo bist du? Da. Mitten auf der Straße. Wir gehen jetzt zur Kirche. Okay. Ismo ist nicht mehr in der Kirche. Ismo ist weitergelaufen. Ich weiß nicht, ob die Kirche gehen so klug ist, weil da sind vorhin Norden, Osten, Süden, Westen. 5 Millionen Zombies reingerannt. Quasi zurück zu unseren Hütten. Also ich sehe die Kirche. Du siehst die Kirche? Ja, ich bin noch bei der Kirche. Sagen wir so. Bocke. Ja. In die Kirche gehen ist vielleicht nicht so gut. Nein, ist nicht gut. Ich habe da ein paar Zombies reingelockt. Ich sehe das ja schon. Ja, ich vorhin auch schon. Ich gehe jetzt vor der Kirche nach Osten. Aber du hast keinen Kompass, ne, Ismo? Den müssen wir ihm erstmal geben, das ist ja der Punkt. Also sozusagen bin ich jetzt hinter der Kirche auf dem Parkplatz. Ich sehe euch doch schon. Er ist doch schon da. Ich droppe den Kompass. Da. Was hab ich denn alles mit hier, dass das alles so voll ist? Dankeschön. Bitteschön, jetzt ist das mit den Himmelsrichtungen besser. Ärgert mich jetzt mit dem Metall, ne? Sollen wir hier einfach in das Haus erstmal rein? Gucken wir mal ins Auto. Hier noch durchsuchen. Ja genau, ich wollte gerade sagen, gucken wir noch ins Auto. Okay. Ich bin jetzt in dem Haus direkt östlich von der Kirche. Direkt dahinter. Hier gibt es. Hallo! Ich hab die Tür mal zugemacht, ne? Ja, ich weiß, dass du ja noch dahinterher gekommen bist. Ich hab's ja für dich offen gelassen. Nee, ich sag das nur informativ quasi. Teile ich euch das mit. Möchte jemand Flaschen haben? Flaschen habe ich. Ich habe nämlich ein paar mehr aufgesammelt. Eins. Was? Hier. Handschuhe? Wer noch Ach so, viel hat? Braucht man noch gar nicht. Ich habe Handschuhe, danke. Handschuhe habe ich auch. Multivitamin und hier ist ein Kompass. Ja, ich habe ja auch noch einen. Nimm ihn mit, packen wir in die Kiste. Ja. Ja, ich weiß nicht. Die leeren Flaschen könnten wir allerhöchstens gebrauchen für Benzin. Bioöl. Ja. Oder so. Bio-Benzin. Bio-Diesel. Kann ich denn mit Zucker machen? Mit Zucker kann man auch was craften. Aber ich nicht. Du kannst den Kaffee zuckern, das kannst du. Genau, das war's. Wirklich? Ja. Ja, kannst du. Okay. Und ich glaube, mit Wasser, Blaubeeren und Zucker kann man auch irgendwas craften. Ja. So wie so ein Energy Drink. Ja, das ist dann halt... Blackberry-Saft irgendwas. Ist besser als Wasser, weil es gibt dann irgendwie mehr Schub. Okay, I'm very tired. Ja, dann leg dich hin. Wie denn? Soll ich dir so ein Dings bauen? Wenn du hast. Oder, kannst. Warte. Ich crafte mal so ein... Sonst würde ich jetzt den Laden nicht wiederfinden, wo wir vorhin drin gestanden haben. Wo ist sie denn? Sleeping Mat. Ja. Dankeschön. Schlaf gut. Dieses Geschleiche von den Zombies. Boah, wie schlimm ich das finde. Das macht mein Herz nicht mehr mit. Ach komm. Dankeschön. Ich bin zu alt für diesen Mist. Zu alt für diesen Kram. So. Ja, Hintertür und raus. Okay, und zurück oder was? Nein. Einfach mal laufen, das wäre ja dann Richtung... Guck mal, hier ist nur ein Zombiechen. Hier ist eine Autowerkstatt. Vielleicht können wir hier ein paar... Die bleibt aber offen, die Autowerkstatt. Ja. Das Blöde ist, ich hab... da kommen ein paar mehr Leute. Da kommen ein paar viel mehr Leute... lasst euch mal nicht zu viel Zeit. Nee, hinter dir kommen nämlich auch welche. Ja, deswegen ja. Wie gesagt, Autowerkstatt ist offen. Dann nehmen wir das hohe Haus hier. Nee, das ist ganz offen, oder? Ja, ich glaube, das ist im Bau oder sowas. Baustelle quasi. Aber... Oh Gott. Kann man da rein? Hier ist alles voll. Leute. Nicht auseinanderlaufen, nicht auseinanderlaufen. Ela, komm her. Hier kann man rein. Hat das eine Tür? Ja. Okay, dann müsst ihr die gleich mal schnell hinter mir zumachen. Ei. Ela, mach die Tür zu. Nein, zu. Oh mein
Gott. Also mengenmäßig ist das hier schon nicht schlecht mit den Zombies. Meine. Ich mach mal da das auch Licht an. Oder ich auch. Immer. Ich auch Licht. Ich habe auch noch Licht. Einer von euch ist schon hier geblieben auf der Etage, ne? Ich bin nach oben ein Stück. Und Woke ist hier, dann gehe ich noch einen weiter hoch. Ich habe Licht an. Also hier haben offensichtlich Sofa-Liebhaber gewohnt, oder es sollte ein Möbelhaus werden, denn hier stehen nur Sitzmöbel. Alle und in dem gleichen noch schönen, dazu. Schönen Braunton. Skill sind hier auch schon der Barock. Ja, wundervoll. Außer in der Küche ist hier sonst auch nichts. Immerhin gibt es hier Pfirsiche. Das ist doch schön. Komm nach oben. Kleidung. Geh noch weiter nach oben. Bandschrank. Aber hier sind auf jeden Fall Betten. Hier kann man dann nächtigen. Das hätten wir mal vorher wissen sollen. Ja. Hätte liegt im Bett, ja? Ja. Ja, Zucker. Empty Bottle. Ich hab einen Grill gefunden. Und einen Stuhl dazu. Also ich bräuchte mal dringend Repair Kits, ne? Das hört sich an, als würde hier irgendwo einer noch rumschleichen. Im Haus? Ja. Ja. Manchmal hört sich's auch einfach so an von draußen. Aber nicht in der ersten Etage. In welchen Etagen seid ihr denn? Ich bin schon irgendwo ziemlich weit oben. Warum rennt ihr mal alle so weit hoch? So? Die Tür zum Dach ist offen. Also vielleicht ist hier ja auch einer. Das mal raus. Nee, sieht nicht so aus. Ich kann die Grunzen hören und bin in der zweiten Etage. Sind halt laut und unheimlich, aber hier ist keiner. Das macht mich jetzt ja schon so ein bisschen schissig. Immer diese brennenden Mülleimer überall. Warum brennen die Mülleimer eigentlich immer in Endzeit-Szenarien? Oh, ich bin jetzt müde. Wo war ein Bett? Überall, in jeder Etage. Hab ansonsten zweite, erste, Erdgeschoss. Hier sind überall Betten. Geh ich gleich mal da ein bisschen weiter runter wieder. Hört sich aber echt so an, als wären die hier drin. Ja. Sind sie aber nicht. Sonst hätten wir sie ja schon getroffen. Wie gruselig das ist. Nicht erschrecken, ich bin hier im Schlafzimmer. Ja, hörst mich dann schreien. Ich hab bloß nichts gesagt. Du willst ja nur, dass ich schreie wie ein kleines Kind. Wie ein kleines Mädchen. So. Jetzt bin ich immerhin wieder ausgeruht. Also ganz oben wart ihr jetzt schon, ne? Ja, wir waren überall. 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 Und im Dach, das Dach ist auch clear? Ja. Da war gar nichts. Aber meine Taschen sind sowas von voll. Ja, aber wir haben ja schon einen guten Loot gehabt jetzt, ne? Ja, also ja. Hier Waffen und Munition und... Konservendosen. Konservendosen. Können wir auch einlagern. Rucksäcke. Hier nebenan ist noch so ein dickes Haus. Im Zweifelsfall können wir ja auch eine zweite Kiste bauen, ne? Ja. Die erste voll wird. Natürlich. Also ich bin wieder ganz unten, falls ihr euch zu mir bequemen wollt. Ja, mach ich. Ja. Ich bin auf dem Weg. Werden ja auch... Warst du das? Werden des Wartens ja auch nicht müde. Wie mies wäre das bitte, wenn die Zombies auch die Fenster einschlagen würden und reinkrabbeln würden? So, ihr wart das. Ja, das geht. Schlag einen durchs Fenster mich, aber er geht weiter. Es kratzt ihn nicht. Also, wer braucht denn noch eine neue? Guck dir ins Fenster rein. Das ist ein bisschen wie eine Schießbude gerade irgendwie. Wer brauchte denn noch eine Axt? Ich meine, ist ziemlich im Eimer. Dann komm doch bitte mal in die vorletzte Etage von oben. Ach du meine Güte. Warte, ich stelle mich ins Treppenhaus mit der Taschenlampe. Habe ich sie wohl übersehen? Das kann ich ja gut.
Genau, komm mal hoch, bis du die Taschenlampe an der Wand siehst. Ich habe einen Drehwurm. So, folgen Sie mir unauffällig. Okay. Hier drauf liegt eine Taschenlampe, eine Axt. Eine Taschenlampe. Eine Taschenaxt. Die, die gute Taschenaxt. Ja, die ist auch ganz gut noch in Schuss so. Oh, hier war ich gar nicht. Hier bin ich dran vorbeigerannt. Siehst du? So viel zum Thema. Ja, wir haben alles durch. Ich habe alles gelootet. Gar kein Problem. Aber hey, hier ist eine, ein Grill. Ja, aber Zwirn habt ihr ja nicht gefunden, ne? Nein. Das ist ja schon schäbig. Viel schlimmer finde ich, dass wir kein Modegeschäft gefunden haben. Ja, eben. Das hätte ich aber mal als erstes gedacht, dass da so ein Zwirn rumliegt irgendwo. Aber an sich ist das hier eine ganz süße Wohnung, ne? Himmel, Arsch und Zwirn. Also wenn es hier nicht so kaputt wäre. Ja, darfst du. Auch ist ja ein Spiel für große Leute. Hm? Darf man das Wort Arsch auch einfach so sagen? Ja. Wirklich? Ah. Ist das nicht ist gesellschaftsfähig geschützt? Heutzutage. Ist das nicht rechtlich geschützt? Kriege ich da keine Urheberrechtsverletzungsprobleme? Sagt die GEMA da was? Leider musste das Video entfernt werden. Genau. Warum funktioniert eigentlich der Fahrstuhl nicht? Ja, das frage ich mich auch gerade hier. Was ist da los? Obwohl, ich glaube, während einer Zombie-Apokalypse würde ich den Fahrstuhl auch nicht benutzen wollen. Wieso? Ist der sicherste Ort in der ganzen Stadt, der Fahrstuhl? Ja, kommst da nicht mehr raus. Toll. Richtig. Hängst du fest in dem kleinen Fahrstuhl. So. Okay, bevor wir jetzt hier weiter doof rumdümpeln, springe ich vom Balkon. Nein. Okay. Springe ich nicht vom Balkon, will ich Mo, bist du noch hinten und spielst Schießbude? Ja, bist du. Ja. Ich habe schon zwei erledigt. Das macht Spaß. Wie du hier stehst und mit der Axt rumfuchtelst. Wo? Wir müssten da näher ans Fenster kommen. Wirklich nicht. Die lernen quasi dazu. Ach ja, ist wie eine Schießbude, ne? Bisschen. Klatsch. Das ist echt wie eine Schießbude. Wird's hell? Wird's gerade hell draußen? Ja. Wie geil. Dann können wir ja... Auf jeden Fall ist hier vorne jetzt nicht mehr viel los. Sie sind alle zu Gizmo gelaufen. Oh Gott, guck mal bitte hier raus. Wie krass das aussieht. Ja, ich sag ja, die sind alle zu Gizmo Gizmo. Zu Gizmo. Alle zu Gizmo gelaufen. Nicht ganz. Ich ja, dann würde ich sagen, erledigt. Wir öffnen jetzt vorne die Tür und rennen raus. Gizmo, kommst du? Ja, dann sag da mal. Die kommen aber jetzt auch wieder nach vorne, also mach hinne. So, direkt nach Süden. Und los, lauf vor. Ah... Süden. Unsere einer nach links, einer nach rechts. Nach Süden, ihr habt alle einen Kompass. Ja, ja. Wo wollen wir jetzt hin? Nach Süden. Nach Hause? Ja, nein, warum? Ja, lass unsere Sachen ablegen, meine Taschen sind voll, wir müssen einen zweiten Loot-Run machen. Dann will ich aber vorher wenigstens noch dieses eine Auto hier durchsuchen. Ja, dann tu das. Such du ja, mal. Ja, tschüss. Jetzt soll ich stehen bleiben? Ich bin doch nicht verrückt. Da rennt gerade einer hinter mir her, das Schlimme ist, der rennt wirklich. Ja, ich renne jetzt zwei hinter dir her. Toll. Korrigiere. Drei. Ach, hier bin ich doch schon mal fast gestorben auf dieser Straße. Oh Gott, das hört sich an, als würden die direkt hinter mir sein. Ja, das ist immer. Die sind auch direkt hinter dir. Mehr oder weniger. Also um dich rum so. Sind wir hier richtig? Ja, wir sind hier richtig. Nach links. Erinnerst du dich nicht an diesen Hügel? Hier haben wir uns doch schon mal geprügelt. Ja, nee, doch. Alles gut. Nee, ich bin ja jetzt anders gelaufen als du. Mein Herz. Sind die gleich wieder zu Hause? Machen wir die Tür zu. Wir brauchen übrigens immer noch eine Holztür. Kann Bocke doch herstellen. Hm? Für Bocke was? Bocke kann die für doch wen? Herstellen. Ja, für die mittlere Hütte. Ich denke, da passt keine Tür rein. Das ist doch eine normale. Da passt nur die Schecktür nicht rein, aber es gibt ja auch Holztüren. Die hast du doch schon. Die hast du doch schon längst discovered. Ist das so? Wooden Door. Ja. Okay. Bau mal. Für unsere kleine Hütte. Aber hier ist noch ein Auto, das will ich noch. Vielleicht ist da ja ein Repair Kit drin. Aber die Autos haben wir doch alle schon gelootet. Und hier ist eins tatsächlich drin. Meins. Was? Socke? Wo? Da bist du. Ja, hier hinten. Hier bei mir. Und dann noch ein Stück weiter. Da ist Ismo. An dem Auto waren wir noch nicht? Da habe ich jetzt das Repacket rausgenommen. Oh, ich habe furchtbar Durst. Aber das kann ich auch gleich zu Hause machen. So lange wird es ja wohl noch aushalten. Nimm Beeren.
Nehm Wasser, ich habe ganz viel Wasser. Okay. Ich brauche mir das gleich noch ab, wenn wir wieder at home sind. Ist okay. Das nicht schön, dass wir ein Home haben? Es ist wirklich schön, ja? Wenn man sagt, komm, wir gehen nach Hause. Ja. Safe Spot. Das ist echt mal spannend. Quasi. Quasi-Modo. Auch. Ah. War doch eine schöne Shopping-Tour. Das war jetzt mal eine schöne Shopping-Tour, liebe Zuschauer. Das war Live-Action-Shopping mit den beiden drei lustigen 12. Zombie, links. Blödes Reh. Ja. Da ist einer. Ja. Den meinst du, ne? Den links ja. Da? Das war mal ein gekonnter Headshot. Meine Herren. Ich bin beeindruckt von mir selbst. Und ich habe nicht hingeguckt. Toll. Was ich nicht so alles kann. Wo seid ihr überhaupt? Ach da. Jeder kann irgendwas. Jeder kann irgendwas. Ich sag's ja immer wieder. Okay, also Indie City ist cool. Aber wir haben zwar jetzt viel gesammelt, aber so die wirklich geilen Sachen noch nicht, ne? Nee. Ah ja, doch, das Wertvollste. Obwohl die Rucksäcke, ne? Genau, das sind ja quasi die Wertvollsten. Ich weiß nicht, ob das die größten Rucksäcke im Spiel sind. Meines Wissens nach schon. Ja, dann. Ich brauche auch noch so einen. Doch. Ja. Bei der nächsten Shopping-Tour dann. Zombie? Wow! Wow! Klatsch. Was fällt ihm eigentlich ein, mich da aus dem Gemüse anzuspringen? Verstecken, der alte Zombie. Dann können wir ja mal gleich die Karte studieren, wo wir als nächstes hinshoppen. Zombie? Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade einen Grunzen gehört, oder? Ja, hier. Hocke regelt. Toll. Mach weg. Noch einer? Ich brauche einen neuen Bogen oder muss meinen reparieren. Ja, hier waren ja noch überall Bögen. Hier waren ja noch so ein paar Bögen. Wolf, ja, hier vor uns. Daneben. Von der Seite ist blöd, wenn er nach vorne rennt. Bisschen. So, was brauchen wir hier? Eine Wooden Door? Ja, blöd. Ich habe heute irgendwie eine Sprachstörung, ne? 4 Wood Planks, 2 Nägel, 2 Metal Brackets. Ich habe noch ein Metal Bracket. Nägel habe ich auch noch. Ich habe gar nichts davon. Aber ich werde mal wieder Feuer machen. Aber warte mal, das war doch alles jetzt hier. Auch erst Planks. In unserer dicken Box. Ich gehe mal einen Baum fällen. Ist doch drin. Was ist hier drin? Guck, die kommen wieder. Ich habe die noch schon mal gefällt heute hier. Wood Planks. Wachsen schnell. Special Bäume. Metal Feed. Okay. Scrap Metal hat einer? Nein. Jemand? Wer? Na, das war ja mal wieder knapp. Was war knapp? Vom Baum erschlagen zu werden. Okay. Wirklich, geht das? Ich glaube nicht, sonst wäre ich vorhin schon erschlagen worden. Da stand ich nämlich wirklich drunter. So. Wer sagt denn noch, dass dein Bogen kaputt ist? Meiner. Hier ist ein neuer, quasi. Hol ihn mir gleich, aber irgendwie habe ich die Woodlocks nicht mitgenommen, glaube ich. Ich habe auch no space for that. Aber hast du schon ein 2000 Platz? Ja, aber hier ist alles voll mit Branches. Das sind die Dinger hier, die braucht ja kein Mensch. Nimm die mal mit, Ela. Ja, vielen Dank. Und mach mal ein Campfire in der Hütte damit. Oder von mir ist auch vor der Hütte, aber irgendwo, dass ich da... Wir haben doch eine Campfire in der Hütte. Nee, das ist ja schon abgebrannt. Ach, das ist nur einmal, ja? Ja, ja. So. Das Holz verbrennt ja und dann ist es weg. Also ich deswegen machen wir hier ein neues.
Noch ein Metal Bracket? In die Hütte, ja. Ja, mach mal in die Hütte, das ist unauffälliger. Ja, ist doch so. Dann sieht man es nicht so von weit weg. Crafting. Pack's mal wieder hier in die Ecke, das war gut. Dann kann ich nämlich mal wieder hier Wolf und Wasser und alles. Ja. Guten Tag. Für die Blumen. So. Crafting geht aus. So. Metal Bracket. Machen wir ein Scrap Metal für. Es hapert an einem Scrap Metal. Dann müssen wir eins finden. Ja. Oh, ich habe eins. Toll. La la la. Wo bist du? In der Hütte. Blumsklo? Ja. Was machst du da? Kacken. Bugs bei mir schon wieder. Schmeiß das Ding einfach in den Container. Okay. Muss es nur erstmal wiederfinden. Metal, wo bist du? Da. Da ist es. Super. Ganz unten bei mir. Jawohl. Scrap Metal, Craft. Und zwar den Metal Bracket. Was konnte man mit Kohle herstellen? Mit Kohle? Weiß nicht. Das kannst du für einen Grill zum Beispiel benutzen. Wer nicht? Wunder. Weiß ich nicht. Wo ist die Wooden Door? Da. Ich habe eine Wooden Door. Und diese Wooden Door platziere ich jetzt da. Aber der Haken ist, die ist nicht passwortgeschützt, ne? Nein. Nö. Doch. Hol die Lock. Ist denn das jetzt überall das gleiche Passwort? Weiß ich nicht. Hat man noch mal nichts? Vielleicht kannst nur du das machen, weil du sie eingebaut hast. Dann öffnet oder schließt mal nicht. Nö. Doch. Ja? Ja. Nehmen wir das gleiche? Ja. Gut. Sehr schön. Guck mal. Dann sind wir hier doch auch sicher drin. So halbwegs zumindest. Okay. Könnten wir hier theoretisch auch nochmal eine Kiste reinbauen? Ja. Das heißt, es sind diese Metall-Sheets sind wirklich das Problem. Na, also man muss hier an dieses Metall rankommen, ohne Ende. Mhm. Sonst kommt man hier nicht weiter. Aber ich meine, mit irgendeinem Werkzeug kann man aus Autos diese Teile rauskloppen. Ich glaube, das ist aber auch der Abrisshammer. Ja. Nee, du hattest ganz zu Anfang mal so einen fetten Hammer irgendwo und den hast du liegen lassen, weil du gesagt hast, wer braucht denn so einen Kackhammer? Ich glaube, unser Storage-Container ist voll, oder kommt mir das nur so vor? Mache ich irgendwas falsch? Nein, das ist, weil ich ihn benutze. Danke. Ach so. So, 4 Metal Brackets. Pack da mal was zu essen rein. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind schon wieder sowas von weit über der Zeit drüber. Wir wollen euch davon erlösen. Machen hier einen Break und sehen uns wieder in der nächsten Folge H1Z1 LPT. Featuring Wockedy Pockedy, Elataya und Ismofor. Drei lustige Leute im Wald am Kämpfen. Bis demnächst. Tschüss. Bis dann. Tschüss.